Oder O&O Baukunst hat ja ein relativ großes Oeuvre und ich bin dann eigentlich relativ schnell fündig geworden beim 25 Hours Hotel in Köln. Das haben wir letztes Jahr beendet. Und ich kann Ihnen vielleicht ganz kurz mal durchgehen, was da eigentlich das Thema war. Under Construction heißt, Sie kennen alle diese wunderbare Malerei von einer spanischen älteren Dame. Das führt schon mal zu dem Thema 25 Hours. Es geht darum, wie denke ich mich ein in eine vorhandene Struktur, in eine vorhandene Konstruktion und wie führe ich die dann in die Zukunft. Hier natürlich etwas also genial praktisch interpretiert. Dieses Affenähnliche finde ich eigentlich eine tolle Interpretation. Und das Gute daran ist, und das führt auch zum Hotelgewerbe, die junge Dame, die verdient ja jetzt auch mit an dem Tourismus. Weil viele Leute fahren dorthin und gucken sich das an. Und die Stadt hat entschlossen, die bessert jetzt ihre Rente auf. Ich finde es ein sehr gutes Beispiel. Also hier, jetzt gleich direkt Köln. Ich wohne in Köln, ich bin kein Kölner. Ich habe auch einen Anzug angezogen. Das ist kein Karnevalsanzug, damit es irgendwie klargestellt ist. Ja, es ist knapp vorbei oder knapp so. Er könnte einer sein, aber es ist eigentlich keiner. Sie sehen halt Kölner Dom und Sie sehen ja vorne das sogenannte Gerling-Quartier. Herr Karlfeld, Sie haben sich ja schon dran abgearbeitet. Es haben sich viele Architekten, die wichtigsten Architekten Europas, an dem Projekt abgearbeitet, ja, muss man ganz klar sagen. Und wir wurden dann beauftragt, das ist hier, diese Südspange von Gerling zusammen wahrscheinlich mit seinem damaligen Architekten zu entwickeln. Für die Immofinanz, ein großer Investor. Und also es sollte eigentlich aus diesem Gebäude aus den 50er Jahren mit also leicht 50er Jahre etwas in Richtung ich würde sagen leicht faschistisch angehauchte Mentalität, das sollte in ein super neues 25 Hours Hotel überführt werden. 25 Hours Gruppe, die kennen Sie vielleicht, das ist so ein Hotel, wo sie sich zu Hause fühlen. Man geht nicht ins Hotel zum Übernachten, sondern zum einen Lifestyle zu erleben. Dort dürfen auch gar keine Kinder, glaube ich, wohnen. Es sind nur stylische junge Leute, die überall in der Welt dort die 25 Hours Marke besuchen. Die haben, die nutzen alte Gefängnisse um, Krankenhäuser zu ihren Hotels und die stießen dann natürlich auch auf diesen Gerling-Quartier, weil er natürlich in der Architektur von Gerling und dieser Mentalität absolut geniale Räume anbietet, die fast wie Brasilia-artige formale Themen abarbeiten. Das ist die alte Schalterhalle mit dem vorhandenen Deckenspiegel. So sah dann eigentlich dann dieses ganze Gebäude aus, natürlich Umbaumaßnahmen und ich will jetzt nicht konstruktiv werden. In den 50er Jahren hat man eigentlich sehr sparsam gebaut, das heißt die dünnsten Decken der Welt, also die waren so dünn. Ein relativ präziser Rohbau und also wunderschöne Materialien, das heißt es ist diese schwarzen Wände, das ist Nero Machina. Und Sie sehen schon, das war vorhanden, das musste alles erhalten werden, musste aber alles wieder abgetragen werden. So, wir haben natürlich auch, das stand alles an Denkmalschutz, das ist eigentlich ganz interessant, also von uns ist eigentlich gar nichts erfunden, wir haben alles nur nachgebaut. Und das war relativ kompliziert, weil wir haben eine Wärmeschutzverordnung, das heißt am Ende war das Gebäude war etwas dicker geworden. Das sieht man nicht, der Spezialist sieht es, hat irgendwie zugenommen durch diese Wärmedämmung und das Thema war, wie kriege ich jetzt diese Mentalität, wie bekomme ich das nachgebaut? Hier sehen Sie eigentlich, das war die Grundsteinlegung 1966. Herr Gerling mit seinen Mitarbeitern, der legt diesen Grundstein und wir haben den dann 70 Jahre später diesen Grundstein wieder gefunden und mussten natürlich dann eigentlich diese Mentalität von Herrn Gerling eigentlich weiterdenken. Das war dann die architektonische Aufgabe, war eher ein Psychogramm. Ja. Sie sehen also, Herr Gerling, es war eigentlich
Es war ein Spieler, glaube ich, irgendwo. Es war ein Hasardeur und es war nach der, in der praktisch Wiederaufbau war ein Goldthema, große Räume in die Welt rausreißen und dann so ein bisschen mit leicht kitschiger Note. Und Sie sehen im Gesicht, so, da ist die Frage, wie denke ich mich in so jemand ein? So, also wirklich, also wie fühle ich Gerling? Da habe ich ja dann, gibt es so eine kleine Serie von mir, das ist der Architekt mit der Puppe. Da geht es vor allem darum, wie bringe ich eigentlich den normalen Menschen dazu, mal einen Architekten zuzuhören. Ja, das ist eine Handrednerpuppe, die sieht, das ist auch dann fotografiert im Gerling hinter diesen schwarzen Wänden. Der gleiche Anzug, wie Gerling hatte. Und dann gehe ich eigentlich mit meiner Puppe durch das Gebäude, das ich ja renoviert habe. Ja, eigentlich habe ich ja dann, das war vorhin die Diskussion, was ist die Aufgabe des Architekten? Wir haben gar keine Aufgaben, wir sollten eher wie Künstler sein und die Aufgaben nehmen und einfach in Besitz nehmen. Ja, ich hasse dann die Diskussion, ja, der GÜ hat gesagt, das interessiert mich eigentlich wirklich nicht. Nicht mehr, weil es geht darum, das Gebäude habe ich gebaut, um meinem Zwilling mal so einen Eingang zu zeigen, wie das sein könnte. Das ist das einzigste Hotel in Köln, das einen vernünftigen Eingang hat. Copacabana, Moulin Rouge, also da ist einfach Hotel. Dann innen drin der große Tresen mit diesem Deckenspiegel, da liegen wir, oder er liegt er. Dann natürlich oben auf dem Dach der einzigste Ausblick, natürlich in Köln auf dem Kölner Dom. Und danach natürlich jedes gute Hotel braucht eigentlich eine Bar. Das ist wirklich der Grundriss. Jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen ins Tektonische. Wir haben natürlich den Grundriss überarbeiten müssen und diese Architektur ist natürlich total ordnungsliebend, formal, streng und eigentlich wissen sie immer, was zu tun ist, weil immer ist alles im Grunde vorgegeben, auch bei den Zimmern. Es gibt die Zimmer, die Outer Circle Zimmer, die Inner Circle Zimmer mit dem Blick in den Innenhof. Und so sieht dann jetzt das neue alte Gebäude aus. Es sah immer so aus, es ist aber alles neu. Ja, das war eigentlich die Erfahrung, gerade wenn man jetzt über Tektur nachdenkt, in 50er Jahren, die wussten schon, wie man so ein bisschen auf die Tube drückt. Ja? Das heißt, so eine Wand mit so einem Stein, die Wasserbecken, die plätschern, hat dann nie funktioniert, wir haben sie dann aktiviert. Der wunderbare Eingang, natürlich war das schon prädestiniert, dass da auf dem Dach, das ist ja von uns dann diese goldene Krone, dass sie da draufgesetzt werden kann, eine klare Lisenenstruktur, das kriegt man heutzutage gar nicht mehr entworfen. Dann hier haben wir verschiedene Fotografen drüber gezogen, die dann das fotografieren. Der hat es so fotografiert, wie wenn es schon uraltes Foto wäre. Ne? Also ich dachte, das wäre ein altes Foto, das ist ein neues Foto. Dann natürlich hier stürzende Linien, die Lisenen, sehr, sehr radikal. Ja? Also man merkt dann plötzlich, wie aus der Konstruktion, aus der Tektonik, aus der Struktur eigentlich ein architektonisches Objekt wird, wo man wirklich sagt, dazu ist Architektur eigentlich fähig, solche Emotionalitäten zu erzeugen, also räumliche Emotionalitäten, praktisch materielle Emotionalitäten und dann natürlich für einen Fotografen super. Ja. Sie können natürlich Schattenspiel, Sie können eigentlich hier so die Moderne eigentlich abfeiern. Das ist ja bei unseren neuen Gebäuden relativ schwierig, da irgendwie gute Fotos herzustellen. Dann dieser innere Deckenspiegel, natürlich ein bisschen saniert. Ja. Dann Spiegelungen im neuen Marmor. Das Problem war, dass man einfach verhindern musste, dass erstmal die Haustechnik natürlich hier praktisch einbricht. Ja. Das heißt, Sie sehen hier ganz kleine Sprinklerköpfe, die man irgendwie verstecken musste, relativ schwierig. Und dann natürlich die Gefahr des Architekten ist der Innenarchitekt. Ja? Oder der Partner, oder wie ist es dann, der Kollaborateur. Ja, also der Innenarchitekt ist natürlich so, dass er ganz nah beim Bauherrn sitzt und die haben gesagt, oh, super,
50er Jahre ist Mondlandung. Ja, ein bisschen später. Und es wird jetzt, die trimmen alles natürlich auf Mondlandung. Ja, das ist das CI. Und wir hatten zu tun, das zu verhindern, wo es ging. Ja. Darum machen wir Fotos jetzt, wie das beleuchtet wird, so dass es wie eine Fledermaus aussieht und eher nicht Mondlandungartig ist. So, und dann hier natürlich, das haben sie bei TripVisitor, wie das heißt, da können sie das buchen, das Hotel ist buchbar, müssen sie sich beeilen, das ist relativ gut ausgebucht. Ja, das ist natürlich so, wie man sich Hotel eigentlich 1966 vorgestellt hat. Ob man es sich heute noch so vorstellt, ist eine andere Frage. Und dann sehen Sie auch da wunderschön vom Innenarchitekten, der greift da nach außen, so zwei Mondkapseln. Ja? Das sind nicht die Originalen, habe ich gefragt, ob sie Originalen hätten, die waren dann doch zu teuer. Es sind von irgendeinem, ich glaube, es ist Europa-Park Rust, ne? Der ist ja um die Ecke hier. So. Und dann, was ja nicht schlecht ist, ist dieser Zugang zu den Aufzügen, die da hinten so glitzern, da, diese, ja, und da ist natürlich jetzt der Innenarchitekt, wir müssen die Leute hochbringen in die Aufzüge. Und da hinten diese Aufzüge, das ist ganz normales Glas hinterlegt mit Licht. Und dieser Aufzug ist der meist fotografierte Aufzug Deutschlands in Instagram. Also Kai Pflaume hat sich schon drin fotografieren lassen. Da war schon eine Dessous-Fotoshooting drin. Also wenn Sie hingehen, lassen Sie sich fotografieren, Sie sind dann in bester Gesellschaft. Dann nochmal der Blick, das lohnt sich wirklich aus dem Hotel oder aus dem Aufbau, den wir dann gestalten durften, auf den Kölner Dom. Ist eigentlich nicht schlecht, das Essen ist auch nicht übel. Und Sie haben eigentlich, das ist die einzige Situation in Köln, außer bei Pullmans, Herrentoilette, Pullmans, da können Sie auch den Dom sehen, das ist ein Hotel nebendran. Hier können Sie eigentlich sehr schön blicken, dann St. Gerion. Und vielleicht das letzte Foto. Ja, das war eigentlich das letzte Foto. Vielen Dank.